Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Sommerpause ist endlich vorbei und wir starten wieder gemeinsam durch. Ich freue mich, dass du zuschaust. Dazu habe ich heute gleich wirklich spannende Neuigkeiten für dich. Besonders wenn du ein Elektroauto besitzt oder vielleicht auch planst, dir demnächst eins zu kaufen. Denn ab dem 26.09.2023 gibt es eine brandneue Förderung, ein Zuschussprogramm namens Solarstrom für Elektroautos. Und in Verbindung mit unserem coolen und innovativen Sonnencarport, den ich dir in diesem Video hier oben, ich weiß nie wo, vorgestellt habe, kannst du sage und schreibe bis zu 10.200 Euro an Unterstützung für deine eigene nachhaltige Infrastruktur erhalten. Unser Sonnencarport ist speziell darauf ausgelegt, die Bedingungen dieses Programms zu erfüllen. Es ermöglicht dir, dein Elektroauto mit selbst erzeugtem, umweltfreundlichem Solarstrom zu laden und somit deine Unabhängigkeit von externen Stromquellen deutlich zu maximieren. Es ist die perfekte Lösung für alle, die in einem selbstgenutzten Wohngebäude leben und ein batteriebetriebenes Elektroauto selbst besitzen oder planen, eines zu kaufen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Jetzt aber zu den spannenden und spezifischen Details der Förderung. Du erhältst 600 Euro für die Ladestation und wenn diese bidirektionales Laden unterstützt, sprich Strom abgeben, aber auch aus dem Auto aufnehmen kann, sogar 1200 Euro. Für die Photovoltaikanlage gibt es 600 Euro pro Kilowatt Peak bis zu einem Maximum von 6000 Euro. Und für den Solarstromspeicher erhältst du nochmal 250 Euro pro Kilowattstunde der nutzbaren Kapazität und hier eben maximal bis zu 3000 Euro. Also alles in allem ein wirklich ganz cooles Programm und wenn man diese Daten hochaddiert, dann kannst du eben maximal 10.200 Euro bekommen. Naja, wie kannst du jetzt von dieser Förderung profitieren? Du musst deinen Antrag dann im Kundenportal von MeinKfW ab dem 26.09.2023 stellen. Nach dem Erhalt der Zusage, und das geht relativ einfach, so wie ich mir das angeschaut habe, kannst du dann mit der Umsetzung deines Vorhabens beginnen. Und im März 2024 kannst du dann deine Nachweise erbringen und den Zuschuss erhalten. Du kannst also tatsächlich jetzt starten und wir unterstützen dich natürlich auch gerne hier. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die man unbedingt dabei beachten sollte. Die Förderung selbst gilt wirklich nur für Neuanschaffungen und die Installation und Inbetriebnahme müssen durch einen zugelassenen Fachunternehmer erfolgen und auch nachgewiesen werden. Das ist wirklich ganz wichtig. Was das Elektroauto betrifft, so muss es danach mindestens 6 Jahre auf eine im Haushalt lebende Person zugelassen werden. Also nicht unbedingt auf den Besitzer oder den Eigentümer, aber eben es muss auf eine im Haushalt lebende Person zugelassen sein, was natürlich auch das Programm ideal macht für einen Zweitwagen oder für Fahrzeuge der Kinder, die noch im Haushalt leben. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das kann auch während der Dauer dann auch wechseln. Und was noch gut ist, und da brauchst du dir keine Sorgen machen, frühere Förderungen für Ladestationen oder Photovoltaikanlagen, die du schon bekommen hast, sind nicht förderschädlich. Das heißt, du kannst also nochmal fördern. Somit hast du mit unserem Sonnencarport die ideale Möglichkeit, jetzt deine Ladeinfrastruktur auszubauen und gleichzeitig von der finanziellen Unterstützung, die uns der Staat gibt, zu profitieren. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, dann hinterlasse uns gerne unten einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt. Unter www.sonnencarport.com findest du alle Informationen zu unserem Sonnencarport und wir werden dort auch in Kürze weitere Infos zum Förderprogramm und die Verlinkung veröffentlichen. Und wie immer, vergiss nicht, das Video zu liken, zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft auch keine Neuigkeiten mehr verpasst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, dein Matthias Brack.